meine lieben Freunde. Es gibt eine Neuigkeit. Ich werde jetzt in Zukunft vloggen für PB Products. Die kleinen Filme werden auf unserer Seite erscheinen. Ich werde euch mitnehmen auf meine Art zu fischen. Momentan befinde ich mich gerade an meinem kleinen Fluss im Auenland. Ja, seid gespannt, was da auf euch zukommt. Meine Fischerei ist ja sehr abwechslungsreich. Kanal, Auenland, Donau. Neu dazu kommt eine große Schottergrube. Ja, und natürlich ein paar Reisen ins Ausland. Warum vloggen? Schneller, moderner, trendiger. Ich zeige euch im Laufe des Films immer meine Produkte, mit denen ich fisch, von PB Products. Die Herangehensweise. Es ist eine neue spannende Aufgabe. Ich freue mich schon, dass ich euch auf dieses Abenteuer mitnehmen darf. Also, in Zukunft meine Vlogs auf unserer Seite von PB Products auf YouTube. Ankündigungen gibt es dann immer in Facebook, Instagram. Okay, der kleine Fluss im Auenland gleicht im Frühjahr immer. Man sieht es im Hintergrund, es fängt alles ins Grüne an. Da rinnt er auch nicht so schnell wie immer, weil er ganz voll ist vom Wasserstand her. Ja, wir haben jetzt den Anfang März und ich weiß natürlich, wo ich um so einer Zeit fischen muss. Ne? Zur Hindernissuche. Ja, ich nehme euch mit auf diese Reise. Seid gespannt. Wichtig ist, in so einem Habitat, dass man immer leise ist. Es sind komischerweise schon zwei Praxen gesprungen. Mal sehen, ich halte euch am Laufen. Ja, ein wichtiges Instrument im Frühjahr ist der Broding Stick. Neben mir so einen Meter ist ein Baum, den sehe ich, es ist ein klares Wasser. Da ist es auch nicht tief. Im späteren Frühjahr ist da alles voller Seerosen. Im ganzen Sommer ist da alles voller Seerosen. Ich merke auch mit dem Broding Stick die Stümpfe. Wenn ich einen freien Platz gefunden habe, attraktives Futter. Und da kommt immer ein Ronnie Rig her. Direkt aufs Futter. Ja. Und wenn es da mitten in der Nacht ins Suchen anfangen, werden wir anfangen. So, jetzt geht es rüber an die andere Uferseite, wo ich aufgebaut habe. Mein Setup für diese Fischerei, 10 Fußrouten, 3,5 Pfund, noch monophile Schnur, weil ja keine Seerosen sind. Einen wunderschönen guten Morgen, einen windigen guten Morgen. Ja, der kleine Fluss hat mich belohnt mit einem wunderschönen beschuppten Spiegel und es ist gleichzeitig der erste Flockfisch. Der Ronnerig, das Ronnerig beim Baum hinten. In der Nacht habe ich dann noch einen Drucker gehabt, den habe ich aber in ein Hindernis verloren. Ich zeige euch einmal den Fisch, diese Schönheit. Ein Flussunikat, sage ich mal. Jawohl, der erste Fisch 2023 und dann so einer. Die andere Seite ist genauso schön. Jawohl. So, meine lieben Freunde, das war mein erster Vlog für PB.
Bis zum nächsten Mal, euer Martin Miksch.